Stellen Sie sich mal vor, es ist mir gestern gelungen, für meine Frau auf der Versteigerung ein Van Gogh zu bekommen. Guter Tausch. Ach, die Hildegarde. Grüß Gott, Herr Grüß Gott, liebes Kind. Bitte treten Sie ein, ich gehe mal vor. Ja, Hildegarde, das ist also heute Ihr erster Arbeitstag als Haushälterin und ich darf meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es eine langwährende und harmonische Zusammenarbeit sein möge. Das hier, wenn Sie bitte folgen würden, dieses hier ist dann Ihr Zimmer. Machen Sie es erstmal bequem, wir sehen uns dann nachher. Ja, liebes Kind? Ich kündige. Ja, bist du denn das, liebes Kind? Ja, von wegen, liebes Kind. In meinem Zimmer, da hängt ein Schild. Und da steht drauf, halte dich bereit, der Herr kommt jede Stunde. Ja, wir werden uns das durch den Kopf gehen lassen. Ja, aber... Rainer Maria, Sie können ihn rausführen. So, dann kommt der letzte Fall, ein... Herr Multhaupt-Georg, der den Antrag gestellt hatte, von Ihnen, Frau Justizreferentin, gehört zu werden. Sie können ihn reinführen. Guten Tag. Guten Tag. Multhaupt, mein Name. Frau Justizreferentin, ich bitte Sie ebenso herzlich wie dringend, mir zu helfen. Ich bin in diese Anstalt eingewiesen worden, weil meine Frau seit Jahren versucht, mich entmündigen zu lassen. Ich bin, bitte glauben Sie mir, das Opfer einer Intrige. Ich bitte Sie sehr herzlich, meine Akten sich zur Prüfung vorlegen zu lassen. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was ich ja täglich durchmache als völlig normaler unter lauter Irren. Bitte beruhigen Sie sich. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihren Fall prüfen. Ich bin völlig normal, Frau Justizreferentin. Bitte glauben Sie mir. Ich werde Ihren Fall prüfen, ganz bestimmt. Aber nicht vergessen. So, Herr Sternbach, Ihre schriftliche Prüfung für die Einstellung als Schrankenwärter haben Sie ja bereits mit sehr gut bestanden, so dass Ihre mündliche Prüfung heute nur noch eine Formsache sein kann, nicht? Danke, vielen Dank. Also stellen Sie sich folgende Situation vor. Auf Gleis 5 erwarten Sie in wenigen Minuten den D-Zug aus Hamburg in Richtung München. Sie bemerken, dass auf demselben Gleis durch eine Signalfehlschaltung der Schnellzug aus Nürnberg auf den D-Zug aus Hamburg zurast. Was tun Sie, um einen Zusammenstoß zu vermeiden? Ich stelle das Signal mit Vorsignal auf Rot, um die automatische Zughaltevorrichtung zu aktivieren. Die automatische Zughaltevorrichtung reagiert nicht auf Ihren Impuls. Was tun Sie? Ich nehme über die computerisierte Direktleitung Kontakt mit den beiden Lokführern auf. Der Computer ist abgestürzt. Was tun Sie? Ich betätige das Ausweichsystem, um einen der beiden Züge auf das Abstellgleis umzuleiten. Der Bautenzug zur Betätigung der Weiche des Abstellgleises klemmt. Was tun Sie? Ich rufe ganz schnell meinen Bruder an. Was? Ja, der hat so einen Unfall auch noch nicht gesehen. So, ja, also dann bin ich gespannt zu erfahren, wo Ihr Problem liegt. Ja, Herr Doktor, sehr gut, ja. Ich bringe Ihnen hier meinen Bruder und der braucht dringend, also wirklich, das ist ja gut, ja. Der braucht dringend Ihre therapeutische Hilfe. Ja, wo liegt denn nun sein Problem? Na, er, ist gut. Er bildet sich ein, eine Parkuhr zu sein. Ja, das ist ja interessant. Ja, und warum sagt er mir das nicht selbst? Na, weil er den Mund voller Groschen hat. Minna! Minna! Ja, gnädige Frau? Einer meiner Gäste hat für heute Abend abgesagt. Jetzt sind es plötzlich nur noch 13. 13 Personen? Oh, stellen Sie sich vor, Minna. 13! Ja, und? Doch, ich vergehe vor Aberglauben. 13 Personen! Minna? Ja, gnädige Frau? Können Sie sich als Dame benehmen? Aber selbstverständlich, liebe Frau. Wenn es drauf ankommt, wie verrückt. Wenn Sie sich als Dame benehmen können, Minna, dann werden Sie heute Abend an der Party teilnehmen. Als Dame? Ja. Bitte?
Da siehst du, Liebling, die Party ist doch wundervoll gelaufen. Alles ging gut, Stimmung war famos. Ja. Na, und Minna hat sich ja auch fabelhaft benommen, nicht? Oh, ja, vielen Dank. Wir sind, kommen Sie gut nach Haus. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Ja, bye, bye. Wiedersehen. Guten Nacht, gnädiger Herr. Na, Minna, wie fanden Sie es denn? Oh, wundervoll, Monsieur. Und sind Sie denn auch als Dame behandelt worden? Na und auf, gnädiger Herr. Einmal auf der Terrasse und einmal auf dem Balkon. Ja, bitte, Sie wünschen? Ich hätte gern kariertes Linienpapier. Ja. Was möchten Sie? Ich hätte gern kariertes Linienpapier. Also, es tut mir leid, es gibt kariertes Papier, es gibt Linienpapier, also liniertes Papier. Aber kariertes Linienpapier, das gibt es nicht. Gibt's nicht? Nein. Es gibt kein kariertes Linienpapier? Nein, gibt es nicht. Aber liniertes Karo-Papier? Das gibt es auch nicht. Na dann? Gott, oh Gott, oh Gott. Haben Sie das eben mitgekriegt, was Ihr Kollege von mir verlangt hat? Also, also wenn Sie mit solchen Leuten zusammenarbeiten müssen, also da haben Sie es ja auch nicht einfach. Ja, so einfach haben wir es bestimmt nicht, aber bei dem Personalmangel müssen wir eben nehmen, was kommt. Ich verstehe. Und was wünschen Sie? Ich hätte gern einen Globus von Berlin. Und nun, wie öffnet ein Polizist eine Konservendose? Zuerst reißt er die Lasche ab. Ja, nochmal. Danach nimmt er den Büchsenöffner und zerbeult damit die rechte Dosenhälfte. Ja, gib nochmal. Dann zerbeult er mit demselben Instrument die linke Dosenhälfte. Ja, gib nochmal. Und schließlich... Aufmachen, Polizei! Geschenk von meiner Oma! Meine Herren, Moment mal. Also, meine Herren, darf ich Ihnen mal in aller Ruhe Folgende Frage stellen? Jedenfalls habe ich eindeutig Vorfahrt. Ganz bestimmt. Letzte Woche, gestern, heute Vormittag, aber nicht 10 Sekunden, bevor Sie mich kennengelernt haben. Also, meine Herren, die Schuldfrage ist nur leider mal nicht mehr eindeutig zu klären. Mal ein Zeugen gibt es nur leider auch keine nicht. Also, ich darf Ihnen deswegen zur Jüte folgenden Vorschlag machen. Also, ich stelle jetzt ein paar Fragen. Und wer die richtig beantworten kann, der ist fein raus. Und wer die nicht richtig beantworten kann, der ist ganz schön blöd dran, ja. Also mein Amtsdeutsch ausgedrückt war, ich deklariere sozusagen den Klüren für unschuldig. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Aber ob der Zugereister da hat... Ja, nur zu, das hören wir gleich. Gut, 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 dann fangen wir bei Ihnen mal an, ja. Wie heißt denn Ihrer Meinung nach der bekannteste Fußballverein Berlins? Hertha BSC. Richtig. Und wie viele Zuschauer waren denn im letzten Heimspiel von Hertha BSC im Olympiastadion? 11.000. Richtig. Und nun zu Ihnen. Nennen Sie mir die Namen der Zuschauer. Ja. Kinder, was denken Sie sich eigentlich dabei, hier den ganzen Verkehr aufzuhalten? Meinen Sie vielleicht, Sie hätten die Straße für sich alleine gepachtet? Da haben Sie überhaupt einen Führerschein gemacht? Oder ist der Ihnen von Ihrem Großvater vererbt worden? Wenn jeder so fahren würde wie Sie, dann müsste der Staat mit sofortiger Wirkung die Anzahl der Friedhöfe verdoppeln. Die Straßen chaot! Ja, was denn, was denn, was denn? Ich meine, ich bin vielleicht lautstärkenmäßig ein bisschen übers Ziel, aber warum weinen Sie denn jetzt? Ich stamme vom Land und ich kriege immer so ein wahnsinniges Heimweh, wenn ich einen Bullen brüllen höre. Du, Papa? Ja, was ist denn? Kann ich dich mal einen Augenblick stören? Ja, bitte, was ist denn, mein kleiner Liebling? Es ist so schrecklich. Na, setz dich doch mal zu. Was ist denn? Ich wollte es dir ja schon längst sagen. Hm. Schon seit Monaten. Aber ich habe mich nicht getraut. Na, was ist denn los, mein Zuckersüßes? Du, Papa. Hm? Ich bin schwanger. Was? Das darf
ja wohl nicht, das, wie konnte denn sowas passieren? Weißt du denn wenigstens, wer das war, nicht wahr? Ja, natürlich, Papa, das weiß ich ganz genau. Namen, sag mir sofort den, wie er heißt. Es ist Klaus Schneider Mückeburg. Mückeburg, ja. Und weißt du wenigstens, wo die Adresse? Ja, Papa, Kurfürstendamm 205. Da gehe ich jetzt sofort hin. Sofort, auf der Stelle. Der wird mich kennenlernen. Meinen kleinen Liebling an die Kinder anzudrehen. Also diese Schwabababain. Für die Gnade dem Gott, sage ich dir. Der wird mich kennenlernen. Der kann sein Test Testament machen. Das sage ich dir. Also zufällig mal 10 Mark für eine Taxe. Ich sagte Ihnen doch, Sie können da jetzt nicht rein. Herr Schneider-Mückeburg ist sehr beschäftigt. Das sind doch alles Ausreden. Ich muss den Mistkerl sprechen und zwar sofort. Nein. Sie machen, was Sie wollen, da sind wir zufrieden. Herr Schneider-Mückeburg, mein Name ist Karl-Heinz Fuhrmann und ich bin der Vater von Mein lieber Herr Fuhrmann, freut mich ungemein, Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich doch, lieber Herr Fuhrmann, bitte. Nehmen Sie doch Platz, setzen Sie sich. Ich bin nicht hierher, komme ich zu setzen. Darf ich Ihnen eine Kleinigkeit zu trinken anbieten? Ich bin auch nicht hierher gekommen, was zu trinken. Herr Fuhrmann, Sie haben eine ganz bezaubernde Tochter. Ich weiß, sie ist ein ganz klein wenig schwanger. Ich weiß und dummerweise bin ich ein ganz klein wenig verheiratet. Aber ich habe die nötigen Dispositionen getroffen. Selbstverständlich übernehme ich sämtliche Kosten für das Kind. Ich werde am Tage seiner Geburt auf seinen Namen ein Sperrkonto einrichten, über 1 Million Mark. Margarete wird selbstverständlich auch berücksichtigt. Ich werde ihr monatlich 10.000 Mark überweisen. Und was Sie betrifft, mein lieber Herr Fuhrmann, würden Sie eventuell akzeptieren, einem meiner Betriebe als Geschäftsführer vorzustehen, nur pro forma natürlich, ohne Anwesenheitspflicht, gegen ein monatliches Gehalt von, sagen wir, 7.000 Mark? 7.000 Mark? Könnte das als Gesamtpaket in etwa Ihren Vorstellungen entsprechen? Doch, das könnte es eventuell. Doch. Bloß, bevor ich jetzt gleich gehe, hätte ich noch eine kleine Frage. Ja, bitte, lieber Fuhrmann, bitte. Falls das eine Fehlgeburt wird, geben Sie meiner Tochter dann noch eine zweite Chance? Ja.